Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Parkbauprojekt Lost Island. Und ihr habt wieder richtig tolle Namensvorschläge für die Dinosaurier der letzten Folge in die Kommentare geschrieben. Und einige von euch haben sich hier auch verewigt. Und genau an dieser Stelle geht's weiter. Ich werde mich hier ein bisschen in diese Richtung vorarbeiten. Denn der Plan ist es ja, dass das nicht eine große Insel wird, sondern so eine Inselgruppe aus mehreren kleinen Inseln. Und ich habe eigentlich geplant, hier noch so eine größere Insel hinzumachen. Und jetzt hier dazwischen diesen, also dieser Insel und der anderen großen Insel, die geplant ist, nochmal so ein paar kleinere Inseln zu machen. Also kleinere Landstücke, sage ich mal, sind ja gar keine richtigen Inseln. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen. Und in dieser Folge möchte ich halt diese Zwischenstücke dann schon mal machen. Da werden auch Dinosaurier drauf leben. Also so klein werden die dann nicht, dass da nichts drauf passt. Weil wir wollen natürlich möglichst viele Dinosaurier hier unterbringen. Auf dem Lost Island. So, das ist, glaube ich, eine ganz gute Höhe. Platztechnisch sieht das eigentlich schon relativ eng hier aus, muss man sagen. Also ich glaube, allzu viele Folgen können wir gar nicht mehr machen. Weil wir dürfen auch nicht zu nah an den Rand gehen und an das Festland hier. Weil sonst geht die Inseloptik verloren, leider. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber das kriegen wir, denke ich, mal hin. Doch hier eigentlich nicht zu nah ran. Und von der Form her können wir uns eigentlich austoben, wie wir wollen. Da können wir nicht so viel verkehrt machen, denke ich. Sieht doch schon ganz gut aus. Nochmal ein bisschen weniger hier. Dann hier nochmal rüber gehen. Dort kommt dann auch nochmal eine Insel hin. Oder so ein Landstück. Was dann ruhig ein bisschen größer ist. Jetzt ja auch nur die Grundform, die ich hier gerade plane. Für diese Stücke. Das ist doch schon gar nicht so schlecht. Noch mal ein Stück weg. Und dann hier auch noch mal ein bisschen mehr Abstand. Hier noch mal ein bisschen mehr Abstand. Und dann passt es eigentlich. Da werde ich jetzt noch mal wieder wie hier vorne immer drumherum zeichnen. Dieser Höhe. Damit wir das dann wieder vernünftig glätten können und das nicht so steil übergeht. Das kennt ihr ja schon. Das mache ich jetzt einmal um die ganzen Inseln hier drumherum. So, jetzt kommt hier das ganze Wasser weg und dann müssen wir einmal ganz viel überglätten. Hier müssen wir gleich auch nochmal ein bisschen absenken, denke ich. Das ist schon ein bisschen zu flach alles. Aber das können wir dann gleich auch noch easy machen, das ist gar kein Problem. Aber erstmal muss jetzt hier alles schön glatt werden, damit wir gute Übergänge haben. Und der Strand dann auch nicht so unnatürlich aussieht. Darf auch nicht zu steil sein. Ich werde auch nicht überall Strand machen. Ich werde da gleich auch noch ein bisschen Variation reinbringen. Ich habe mir da schon was überlegt. Und jetzt müssen wir unbedingt hier nochmal ein bisschen absenken und sowas. Damit das hier nochmal ein bisschen blauer wird, das Wasser, und nicht ganz so flach aussieht. Ja, das ist echt wichtig. Weil zu flach ist auch nicht gut. Da muss auch schon mal ein bisschen tiefes Wasser zwischen sein. Ja, schon viel besser. Die Ränder auch nochmal übergehen. Und jetzt nochmal einmal überglätten. Das Ganze. Und anpassen. Ah, jetzt ist aber schön. Das sieht jetzt richtig gut aus, auch vom Untergrund.
Und damit hier mal ein bisschen Variation reinkommt und nicht überall nur so Strand ist, nehme ich das jetzt hier mal so ein bisschen an. Das Land. Ja, die Höhe ist, glaube ich, schon ganz gut. Da kommen dann mal so Klippen hin. Ich will allgemein auch versuchen, hier jetzt ein bisschen grüner die Insel zu gestalten oder diese kleinen Inselstücke. Mit den Felsen das Ganze anpinseln. Das sieht doch schon ganz gut aus. Und jetzt müssen wir hier auch noch Felsen platzieren. An der einen oder anderen Stelle. Müssen wir gleich auch noch schöner und natürlicher machen, indem wir da Höhenunterschiede und sowas reinbringen. Ich glaube, die Grundhöhe ist schon ganz gut, die ich hier gewählt habe. Und wir müssen auch im Wasser noch was machen an Felsen. Ansonsten sieht das doof aus. Muss ich das nochmal ein bisschen anheben hier. Dann schauen wir mal, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier unter Wasser ein paar Felsen platziere. Oder schon noch zu hoch. Den niedriger müssen wir hier noch. Man sieht das hier jetzt kaum durch die Wellen, aber wenn ich gleich Speicher neu lade, wenn ich fertig bin, dann sollte das eigentlich passen, denke ich. So ist aber schon gar nicht schlecht, wenn wir hier dann so Felsränder haben. Müssten dann hier nochmal ein bisschen niedriger gehen, glaube ich. So, ja, glaube ich, ganz cool. Da machen wir jetzt nochmal ein paar mehr rein. Dass wir auch noch unter Wasser einiges an Stein haben. Das trägt dann, glaube ich, auch nochmal viel dazu bei, dass es natürlicher aussieht. Ist aber auch cool, wenn da dann so ein bisschen die Spitzen immer rausgucken. Deswegen ist die Höhe, glaube ich, schon ziemlich ideal, die wir hier haben. Geht definitiv schon in eine gute Richtung. Und auch unter Wasser werde ich dann noch nichts an Felsen verbauen, denke ich. Ah, der ist doof. Ich glaube, der schwebt so ein bisschen unter Wasser. Den mache ich nochmal weg. Und jetzt hier das Ganze auch nochmal anheben. Weil das müssen wir komplett bis hier vorne durchziehen.
Und auf die Pflanzenfresserinsel kommen als allererstes 4 von diesen hübschen Dinos. Nämlich 4 Dracorexe. Wunderschöner Skin übrigens. Habe ich gut ausgewählt. War eigentlich eher Zufall. Ich glaube, das ist das Alpinmuster, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, das Alpinmuster. Aber sehr passend in diesem Grün. Finde ich mega nice. Und der frisst jetzt auch hier direkt im hohen Gras. Wollen wir ihn mal nicht weiter stören. Aber seine Kollegen landen hier natürlich auch noch. Die werden aber nicht allein auf der Insel bleiben. Da kommt auch gleich noch was Größeres. Finde ich aber wirklich mega hübsch. Voll schön, der Skin. Das sieht auch schon voll cool aus, so im Hintergrund, die ganze Landschaft. Wo sind jetzt alle schon gelandet? Ich glaube schon. Ja. Alle 4 Dracos sind hier erfolgreich angekommen. Und die kriegen jetzt auch noch Mitbewohner. Und zwar bekommen die noch 3 Iguanodons dazu. Die landen da auch gerade schon im Hintergrund. Auch sehr coole Pflanzenfresser, habe ich lange nicht mehr gemacht. Aber auch hier habe ich sogar einen passenden Skin ausgewählt. Auch wieder schön in grün. Welches Muster ist das denn eigentlich? Ist das auch alpin? Ne, das ist Waldland. Okay. Aber das passt auch super. Finde ich toll. Und der hat ja diese coole Fressenanimation. Die habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Das ist ja, glaube ich, so cool mit den Händen, oder nicht? Ja, genau. Ja gut, der Schweif wackelt jetzt hier ein bisschen, weil da, glaube ich, der Baumstamm ist, aber das passiert halt, wenn man solche Objekte da hat. Los, mampf dich satt. Oh, das ist cool. Finde ich mega, das ist voll passend. Es ist übrigens so, dass relativ viel im Speedbuild natürlich ist, weil es hier so viele Objekte und so gibt. Und das dann teilweise echt unangenehm ist für euch zum Zuschauen, wenn ich alles im Realtime-Part mache. Weil ich dann ewig in diesen Menüs immer nach Deko-Sachen und so suche. Deshalb wundert euch nicht, wenn ich hier immer relativ viel dann im Speedbuild für euch mache. Und auf die Fleischfresserinsel kommen 2 Metriacanthus. Oh, das sieht hier noch nicht so ganz schön aus, muss ich sagen. Dann mache ich nochmal eben schnell einen anderen Felsen mit hin. So, jetzt ein bisschen schöner. Jetzt haben wir es ein bisschen mehr versteckt. Aber da sind die beiden Metrias gelandet. Gehen jetzt auch futtern. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so gut funktionieren, gehe ich von aus. Weil hier so viele Objekte im Weg sind. Oh, wobei, das geht eigentlich. Zumindest der eine Mampf da schon glücklich und zufrieden. Vielleicht muss ich das hier nochmal ein bisschen anders lösen. Vielleicht auch einfach im hohen Gras, statt den Felsen hier. Aber das sieht irgendwie... Ja, irgendwie sieht das doof aus, wenn die da in den Felsen drin stehen. Kriege ich den auch noch weg? Ja, so ist besser. Dann mache ich da einfach nochmal so ein paar mehr Büsche oder so hin. Können ja einfach von diesen hier noch mehr machen. So. Weil das ist definitiv nicht so störend wie dann da Felsen. Aber dann kann ich drumherum vielleicht noch ein paar mehr Felsen machen. Das wäre vielleicht eine Lösung. So. Passt doch. Dann haben die da vorne was zu futtern. Hier können sie dann trinken. Ja, hier ist auch perfekt im Baum, aber das kann ich auch nicht beeinflussen. Aber die Skins sind auch cool. Auch wieder sehr grün gehalten, im Grünton. Finde ich nicht schlecht. Und damit sind wir für die heutige Folge auch fertig. Für diese ganzen neuen Bewohner könnt ihr natürlich auch wieder tolle Kommentare gerne... tolle Namensvorschläge in die Kommentare schreiben, wollte ich sagen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal an, was wir heute gebaut haben. Und ich wünsche euch schon mal einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.